Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, meine Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren, Freunde, Krieger des besten Spiels auf diesem Planeten, Gothic Definitive Edition. Timer? So, meine Damen und Herren, ich bin gerade ein bisschen verschwitzt. Falls man das in der Kamera sieht, nicht wundern. Es ist gerade 22.26 Uhr und ich komme vom Joggen. Als allererstes würde ich sagen, meine Damen und Herren... Hey du, wachen, keine Zeit. Ich muss noch was erledigen. Bringen wir ein bisschen Licht ins Spiel. Ich wollte einfach mal sozusagen tags hier durch die Gegend gehen. Weil das Ding ist, nachts sind halt nicht alle NPCs sozusagen vor Ort und Stelle. Viele schlafen oder sind irgendwo da, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Ja, und wir sind ja sozusagen auf der Mission. Wir müssen hier, ich habe hier so einen Zettel angefertigt, wo ich diese ganzen Leute hingeschrieben habe, die ich alles beeindrucken muss. Dexter haben wir. Das war ja der Kollege mit dem Rezept von Korkalom. Ja, aus dem Sumpflager für die Sumpfkrautherstellung. Fingers, für den habe ich, glaube ich... Stimmt, da habe ich Taschendiebstahl erlernt und da war er schon irgendwie beeindruckt davon. Hat anscheinend gereicht. Schleichen müssen wir fürs Taschendiebstahl nochmal erlernen. Whistler, für ihn habe ich das Breitschwert von Fisk besorgt. Für Sly müssen wir nur die Kette von Neck abgeben und genau, für Fisk müsste ich noch die Quest mit neuer Hehler für Fisk, ganz oben hier, und für Sketty, und da sind wir gerade auf dem Weg, das ist auch übrigens der Grund, wieso ich gerade eine Bude zum Schlafen ausgeliehen habe bis zum nächsten Morgen, denn ich weiß nicht so ganz, wie das Ganze abends oder nachts stattfindet. Vermutlich kann man gar keine Gladiatorenkämpfe nachts oder abends machen. Deswegen, meine Damen und Herren, morgens oder mittags, keine Ahnung, was jetzt gerade für eine Tageszeit ist. Ah ja, da vorne sehen wir schon die Kollegen, die sind schon einsatzbereit. Das ist Getty, my friend. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Einer der besten, sagt er. We'll put that name to the test. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das war ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ich trinke gerade, ich habe ein bisschen Wasser mit Uran. Plutonium, Eisen, ein bisschen Platin verrührt, ja. Falls ihr euch fragt, wie man groß und stark wird, das ist das Rezept. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir lassen das mal für später.
Ich habe 15 Lernpunkte. Ah, ich glaube, ich lasse die mal ganz kurz. So, meine Freunde. Ich habe gehört, hier haben sich einer der besten Kämpfer der Kolonie versammelt. Du bist wahrscheinlich hier aus dem alten Lager. Deiner Ausrüstung zufolge, der Kirgo aus dem alten, repräsentiert hier das alte Lager. Karim, der furchtlose Baba aus dem neuen Lager. Und Gor Anis. Der mentale Krieger aus dem Lager des Waldes. Kann das sein, ich habe hier so eine Quest offen? Kampf gegen Gor Anis. Gegen Gor Anis kann ich erst antreten, wenn ich würdig bin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier zuerst die zwei in einem 1 gegen 1 filetieren, penetrieren, rasieren, gegen den Strich natürlich mit Benzin. Filetieren, frittieren. Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Gardist. Wasshalter. Wollt ihr mir sagen, dass der so stark ist? Okay, meine Freunde, ich würde sagen, was hältst du von einem 1 gegen 1, mein Freund? Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken und erzähl mir was von draußen. Also ich meine, scheint eigentlich relativ nett zu sein, oder? Lass uns lieber über was anderes. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ich bin gekommen, nicht um Sketty zu beeindrucken, mein Freund. Ich bin gekommen, um meine eigenen Stärken auf die Probe zu stellen, ja? Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Zur Korrektur. Oh, Kirgo ist grün. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Möge der Beste gewinnen. Ah!
kam ein bisschen ins Schwitzen, muss ich sagen. Du hast hier nichts dagegen, wenn ich das... auf einem sicheren Platz aufbewahre. Also... das wird dir noch leid tun! Lass mich mal durch! Kirgo, mein Freund. Hey du. Alles okay, ist schon so. Ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Lass mich mal durch. Also ich muss sagen, Alter, der hat richtig gut Damage gemacht. Also für die Hits, die er gelandet hat. Ich glaube, bevor ich gegen Karim antrete, werde ich ganz kurz zu Diego gehen, denn ich befürchte, dass ich vielleicht ein bisschen Stärke hochskillen müsste. Das sagt mir irgendwie gerade mein Bauchgefühl, weil wenn der... Karim behauptet hat, dass der... ne Quatsch, wenn der Kirgo behauptet hat, dass der Karim stärker sei. Wer erzählt denn sowas? Ich halte mich da lieber raus. Dann kann man da gut davon ausgehen, dass, dass der Karim vermutlich stärker ist, ne? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Also der hat mir schon gut Damage gegeben. 10 Lernpunkte. 5 Stärke. Okay, wir riskieren das, ja? Und ist das eine Verarsche, Alter? 2x5 ist 10. Okay, passt nicht. Nee, Entschuldigung. Du bist jetzt schon besser. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Ich kann maximal 30 skillen. Ja. Du bist jetzt schon besser. Komm bald wieder. Mach's gut. Okay, Leute, wünsch mir Glück. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Hier darf man ja... das darf man nie vergessen, meine Freunde. Immer das Kostenlose direkt abgrasen. So, Kirgo, mein Freund, ich fürchte, du hast ausgekämpft. Ich glaube, wir gehen full life rein. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst.
Wie, vergessen wir die Sache, Alter? Damit du ungeschoren davon kommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ja, ich hab gerade deine Eltern penetriert. Ja, jetzt fängt der Trash-Talk an. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Jetzt wird er sauer. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Obwohl eher deins, du Stück. Du wertloses Stück Crack. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Kondon umschlagen, meine Freunde. Los, mein Freund, ha? Wo sind unsere Sprüche, ha? Ich dachte, du wolltest mich fertig machen, ha? Na, wer ist... Who's the fucking best here, ha? Ich glaube, dein Erz brauchst du wohl wahrscheinlich nicht, mein Freund. Ha? Ich werde darauf aufpassen für dich. Keine Sorge. Ja? Du warst ja noch schlechter als Kari, der Kergo da hinten. Und der ist 10 Levels unter dir. Du bist schon tot. Du weißt es nur noch nicht. Geh zur Seite. Haben wir gerade gesehen, Alter. Die Fakten sprechen für sich selbst, Alter. Dein Trash-Talk war nichts, Alter. Karim, Alter. Ja, hier, Stücke Müll, was hier auf dem Boden liegt, Alter. Ah, bist du sprachlos jetzt, ja? Hast wohl ein bisschen die Fresse zu weit aufgeschlagen, ja? Große Klappe, aber nichts dahinter, ja? Ein guter Kampf. Dein Training hat sich ausgezahlt. Zieh Leine, du Stück. Ja, hier, halt. Aufpassen, was man so rum erzählt. Also ich muss sagen, der Typ aus dem neuen Lager hat tatsächlich besser sich geschlagen, ne? Geh zur Seite! Ich hätte das anders gemacht. Das liegt doch auf der Hand. Bist du jetzt hier lange stehen oder was? Geh zur Seite! So, meine Freunde. Na? Und was mit dir? Willst du auch ein paar auf Dingens?
bin ich jetzt gut genug oder was, Alter? Bin ich jetzt gut genug, oder bin ich nicht gut genug? Nein, deine Stärke reicht noch nicht aus. Du bist kein Gegner für mich. Es kommt aber nicht immer auf die Stärke an, du Stück. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Was für nochmal, Alter? Hast du gerade geträumt oder? Wahrscheinlich kommt das gerade von deinem Sumpfkraut rauchen. Ja, meine Freunde, da seht ihr es, Alter. Rauchen und gesund, Alter. Da kann man irgendwelche Vorstellungen, Halluzinationen. Ja, was ist hier? Mein Freund, du kannst jetzt gehen, ne? Also du brauchst. Na los, verschwinde schon! Ich glaube, du blutest, mein Freund. Kleb dir mal ein Pflaster auf. Ja, genau. Tu deine... Leute, Alter, woher hat er... What? Ja gut, meine Freunde. Ich bin Level 7. 30 Stärke. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ach stimmt. Ihr habt ja gar nicht das Neueste vom Neuesten habt ihr noch gar nicht erfahren. Ne? Ich wurde von Warzone beurlaubt. Na, ich habe einen fucking Shadowban bekommen, Alter. Dass ich zu gut bin, Alter. Wisst ihr, normalerweise existieren, ja, wir reden jetzt hier über Warzone. Ich bin ja sozusagen auf der Mission, in Warzone einen Solo-Sieg herauszupressen. Und sobald ich das habe, deinstalliere ich das Spiel. Das Spiel spürt offenbar, dass ich es deinstallieren möchte. Und verzögert diesen Vorgang, indem es mir einen Shadowban ins Gesicht wirft. Wisst ihr, normalerweise Anti-Cheat-Tools in jedem Multiplayer-Spiel existieren, um ehrliche Spieler, wie zum Beispiel mich und andere Spieler, die ohne Cheats spielen, vor Cheatern zu beschützen. Was passiert hier? Hier wird man gebannt dafür, dass man ehrlich spielt, Alter. Holt mir den verdammten Entwickler des Spiels, damit ich ihn endlich in die Erde rein zurückbefördern kann, Alter. Richtiges. Nicht Gothic, ich rede über Warzone, Alter. Ey, das Spiel will keine... Ja, es will keine Performance. Du musst extra schlechter spielen, damit du nicht gebannt wirst, Alter. Hey, selbst wenn es 20 Entwickler sind, ich werde dir alleine alle platt machen, Alter. So eine Frechheit, Alter, von diesem Activision, Alter. Shitvision. Weil die nur Scheiße sehen, Alter. Warzone, Alter. Shitzone. Shitzone, Shitgame, Alter. Nachdem ich meinen Solo-Sieg habe aus Shitzone, werde ich das Spiel deinstallieren, Multiplayer-Spiele sein lassen und nur noch Einzelspieler-Spiele spielen, Let's Plays machen, Alter. Weil die wirklich entspannen, du kommst runter, du genießt hundertprozentig. Tut mir leid, ich weiß, gehört zwar nicht zum Thema, zum eigentlichen Thema hier, zum Let's Play, aber es ist halt einfach eine emotionale Sache, die mir auf dem Herzen liegt und die wollte ich einfach mit euch teilen, Alter. Das ist einfach... Es ist unglaublich. Wisst ihr, Sketty, du verstehst auf mich, oder? Was sagst du dazu? Das ist unglaublich, guck mal. Du spielst und wirst dafür gebannt, Alter. Das fucking Spiel will nur dein Geld. Das interessiert nicht, ob du Spielspaß hast oder irgendwie dich verbesserst. Nee,
dafür, dass du dich verbesserst, wirst du noch gebannt, Alter. Krass, ne? Sketti. Hier. Was hast du vorhin gesagt? Einer der Besten der Kolonie haben sich da hinten im Eck versammelt. Allein wenn ich schon fucking Shitzone denke, Alter. Werde ich zum fucking Super Saiyajin, Alter. Ja, ich habe Kyogo nicht gekämpft, ich habe ihn in Stücke gerissen, Alter. Pulverisiert habe ich ihn. Ja, der hat nicht mal den Hauch einer Chance gehabt, Alter. Wer ist hier der Beste, ha? Sag's mir, Sketti. Hm? Wer ist hier der Beste jetzt? Oh, what? Ach so. Ja, ich bin Ich bin gegen Karim angetreten. Und du hast ihn umgehauen. Ich muss schon sagen, nicht schlecht. Er war immer einer der besten Kämpfer hier. Du hast mich schwer beeindruckt. Und einer der freundlichsten. Möchte ich noch nebenbei anhängen. Hat mir sogar ein Bier, hier, hat mir sogar einen Kaffee spendiert. Ja gut, also ich würde sagen, das alte Lager, ja, hat sich gut repräsentiert, was die Freundlichkeit angeht, in diesem Fall. Und was Kyogo angeht, der hat eine große Klappe, aber nichts dahinter gehabt. Ich habe gegen Kyogo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Da hinten ist nochmal sein Nicht Blut. Schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Was für Anfänger, Alter. Ich gehe jeden Tag in den Wald, Alter, und dann kannst du schon mal... Wir wollen nicht angehen. Okay. Der Timer hat vor kurzem geklingelt. Ich muss ganz kurz den Eintrag im Tagebuch anschauen. Sketti, der Arenameister, wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen der Kämpfer herausfordere. Ja, da fehlt ein Wörtchen. Ich habe es Karim gezeigt. Sketti hat gestaunt. Sketti ist beeindruckt von meinem Kampf gegen Kyogo. Okay, meine Freunde, jetzt kann ich wohl bei Sketti auch einen Haken setzen. Jetzt bleibt nur noch Sly, was relativ easy ist. Einfach hingehen und ihm eine Kette in die Hand drücken und Fisk. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, die nächste Folge kann ich ins neue Lager gehen. Lasst mich ganz kurz überlegen, vielleicht haben wir hier noch irgendetwas. Da hinten ist eigentlich alles erledigt. Oh lol, da ist Blut, Alter. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, das tut euch echt... Ja. Ich hoffe, es ist verzeihlich. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Dislike geben. Wobei, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Dislike nicht unter Gothic stellt, sondern unter Warzone. Ja. Da sind Dislikes, ja, mehr willkommen, beziehungsweise sind besser dort aufgehoben als in diesem besten Spiel, was wirklich Freude und Spaß und einfach Genuss gibt. Okay, ich würde jetzt nicht allzu lange labern. In dieser Folge Okay, ich würde mal kurz abspeichern. Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre, für euch hier den Gladiatorenkampf gegen Kyogo und Karim zu führen. Gleich beim First Try. Ich würde sagen, statt Dislike gebt ihr mir ein Like dafür. Normalerweise sage ich das sehr selten, aber ich denke, in diesem Fall war das schon okay. Die Performance.
Okay, meine Damen und Herren. Bleibt motiviert, neugierig und gesund und in der Bewegung. Motion to the motion. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.